Aber Mila bekommt ja sehr bald mal ein Baby. Okay, Leute, seid ihr bereit für Milas neuen Look? 3, 2, 1. Wir sind zurück bei Mila und Flynn und sind jetzt bei ihrem neuen Zuhause angekommen. Ich habe euch ja in der letzten Folge gefragt, ob wir nach Copperdale oder nach Henford und Bagley ziehen sollen und ihr wart offensichtlich für Copperdale. Ich fand eure Argumente auch richtig gut. Ihr habt nämlich geschrieben, dass erstens Mila ihr ganzes Leben lang eingesperrt war und jetzt wahrscheinlich ganz viel nachholen und erleben will. Zeitgleich will sie aber sicher in der Natur bleiben und Copperdale bietet da wirklich beides. Also Mila kann ganz viel erleben, aber gleichzeitig ist sie auch in der Natur. Und das zweite Argument war, dass Mila ganz sicher nicht an ihrem Entführungsort wohnen will, also dass sie da ganz sicher ein Traumata davon getragen hat und dass es ihr dort, auch wenn wir es renovieren, ganz sicher nicht gut gehen würde. Und da habt ihr natürlich absolut recht. Das heißt, dass Pocahontas hier in Copperdale aufwachsen wird, aber vielleicht wird sie nicht für immer hier bleiben. Also keine Sorge, wahrscheinlich werden wir mit Pocahontas früher oder später umziehen. Wir haben Lennox übrigens auch hier. Der weicht natürlich nicht von Milas Seite. Und wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass Lennox immer noch in Welpen ist. Es ergibt einfach so null Sinn. Vor allem Haustiere altern bei Sims 4 ja noch schneller. Kind? Teenager? Ich weiß ja nicht ganz, aber ich glaube, unser Lennox ist ordentlich verbuggt. Aber vielleicht ist da auch ein magisches Hündchen. Vielleicht fällt euch da irgendwas Spannendes dazu ein, warum Lennox nicht wirklich altert. Ich werde ihn jetzt aber trotzdem mal zu einem erwachsenen Hund machen. Meine Tür ist gerade von selber aufgegangen. Super unheimlich. Passt sehr gut zum magischen Hund gerade. Oh mein Gott. Aber so sieht Lennox jetzt als erwachsener Hund aus. Ich lieb's. Die Ohren, die Schnauze. Ich finde ihn einfach zuckersüß. Und das ist jetzt eben das Haus, das Mila und Flynn. Ja, ich weiß, er heißt eigentlich Eugene. Aber ihr kennt mich und Namen. Ich bin froh, wenn ich mir mal irgendwelche eingeprägt habe. Früher war es ja noch viel schlimmer. Da bin ich ständig hin und her gesprungen mit den Namen. Also ich bin ganz froh, wenn ich jetzt einfach nur Flynn sagen muss. Das ist auf jeden Fall jetzt ihr gemeinsames Haus. Und das Haus ist super groß und auch mega schön. Aber wenn ich mir das so genau anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist mir irgendwie zu glatt und zu modern für Mila und Flynn. Seht euch die moderne Küche an. Oder auch hier dieses schlichte Wohnzimmer. Ich sehe Mila und Flynn da drin einfach überhaupt nicht. Und deswegen würde ich sagen, wir werden es ein bisschen renovieren. Fritz hat Mila und Flynn offensichtlich relativ viel Geld gegeben und damit können sie das Haus jetzt so renovieren, wie sie es wollen. Oh, und ich sehe hier gerade eine Leiter. Oh, wow. Ich dachte mir, da geht es jetzt in den Keller. Aber nee, die haben einfach ein Heimkino im Keller. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Mila da nicht runtergehen wird. Hat der Raum eine Tür? Ja, der Raum hat eine Tür. Okay, alles klar. Ich denke nicht, dass Mila da runtergehen wird. Das wird sie zu sehr an ihre Kindheit erinnern. Aber vielleicht können wir den Raum ja später mal für Pocahontas und ihre Freunde benutzen. Als geheimen Ort oder was auch immer. Jetzt im Moment werde ich es wohl wahrscheinlich eher ignorieren. Wir haben nämlich definitiv genug Zeit in einem Keller verbracht. Ich werde dann auch direkt mal die Möbel hier alle entfernen, weil ich fühle sie einfach nicht. Also nicht für Mila und Flynn. Auch den Alkohol werde ich entfernen. Und ich glaube auch als allererstes werde ich mal den Boden verändern, weil den fühle ich leider auch gar nicht. Also nicht, dass er hässlich ist oder so, aber irgendwie, nee, Ich finde den irgendwie besser. Also werde ich den jetzt in alle Zimmer geben. Außer natürlich ins Badezimmer und in die Küche. Wir haben nur ein Badezimmer. Reicht noch, weil wir nur zwei Sims sind. Aber Mila bekommt ja sehr bald mal ein Baby. Und ich glaube, ich würde auch die Holzpaneele lassen, weil ich die irgendwie ganz cool finde. Gibt es da noch eine andere Farbe? Nee, ich glaube, die helle Farbe ist eh die beste. Ist das überhaupt die richtige Wand? Das ist die richtige Wand. Alles klar. Wir könnten es noch ein Ticken heller machen. Oder bunt. Oh, bunt fände ich total schön. Ja, Mila hat jetzt einfach ein Budget bekommen und damit kann sie jetzt machen, was sie will. Und Mila, unsere kleine Künstlerin, wird das Haus sicher ganz bunt einrichten. Meine Eltern hatten auch früher so braune Holzpaneele an der Wand und die haben sie dann auch angemalt, also in grün und in blau. Deswegen, das ist definitiv möglich und dann hätte ich auch noch gern sowas in die Richtung, also dass Mila sich hier richtig austoben kann. Die verlaufende Farbe ist natürlich gewollt. Ich finde, je bunter, desto besser. Dann passt es einfach richtig gut zu Mila. Haben wir die Backsteine vielleicht auch noch in einer anderen Farbe? Oh, ich liebe es, Leute. Ich liebe es, das wird so ein richtiges Künstlerhaus. Es wird wahrscheinlich ein bisschen viel und es wird wahrscheinlich auch nicht jedem gefallen. Aber Hauptsache, Mila fühlt sich wohl. Das hat sie wirklich mehr als verdient. Wir werden natürlich auch die Küche umstreichen. Die bekommt auch eine knallige Farbe. Da gefällt mir jetzt tatsächlich das Moderne auch schon besser. Vielleicht lassen wir die Küche auch
auch drinnen und Mila malt auch hier einfach nur die Schränke an. Rosa und Lila sind ja die Farben von Rapunzel und der arme Flynn muss halt einfach damit leben, dass er jetzt ein kunterbuntes Haus bekommt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das stört ihn nicht. Hauptsache, er hat überhaupt ein Zuhause und Mila fühlt sich eben wohl. Ja, ich finde, so passt das Ganze schon viel, viel besser. Ich kann natürlich auch neue Möbel kaufen. So ist es nicht. Falls euch die Küche modern extrem stört, dann kann ich die natürlich auch noch verändern. Gar kein Problem. Aber fürs Erste werde ich mal das Wohnzimmer einrichten. Oh, ich finde das Sofa irgendwie gut, weil es so gut zur Wand passt. Aber es ist auch ein bisschen groß. Wir machen das Ganze hier einfach ein bisschen größer. Finde ich nicht schlecht. Ein großer Teppich darf natürlich auch nicht fehlen. So, vielleicht ein bisschen schlichter. Dann malen wir den Kamin auch noch an. Oh mein Gott, Leute, ihr werdet mich so hassen für dieses Haus. Aber ich will einfach, dass man reinkommt und richtig gute Laune bekommt und auch direkt Mila hier drinnen erkennt. Ich will das Haus übrigens gerade auch nicht zu voll stellen. Hier unten kann Mila dann mit ihrer Familie und ihren Freunden noch was spielen. Und dann würde ich tatsächlich noch ganz viele Pflanzen und Bilder platzieren. Wobei ich eigentlich ganz gerne einfach Milas Bilder aufhängen würde. Sie hat nicht mehr so viele Bilder. Wir haben genau 2 Bilder noch im Inventar. Okay, wir müssen aber eh Milas Bestreben noch fertig machen. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Heute haben wir nämlich auch noch ein Umstyling vor. Aber wir haben noch einiges zu erledigen bei Milas Bestreben. Darum kümmern wir uns dann eben in der nächsten Folge. Ich werde sie aber nachher noch ein Bild malen lassen, damit wir das hier platzieren können. Und ich würde ganz ehrlich sagen, wir werden im ganzen Haus nur Milas Bilder platzieren. Mir gefällt das hier schon viel besser. Hier sehe ich Mila definitiv. Und wie hier im Esszimmer auch schon direkt so ein Babystuhl steht. Hochsessel nennt man das Ding, nicht Babystuhl. Aber ihr wisst eh, was ich meine. Und auch hier drinnen wird Mila sich einfach komplett austoben mit der Wandfarbe. Vielleicht ein bisschen viel, aber ich finde es trotzdem gut. Dann hätte ich auch gern, dass jeder einzelne Stuhl hier eine andere Farbe hat. So, perfekt. Und dann fehlt auch hier drunter nur noch ein Teppich. Gibt's den in ein bisschen bunter. Eher schwierig, aber ich nehme jetzt einfach mal den hier. Dann werden wir eben hier und da noch ein paar Pflanzen hinstellen. Ich gebe denen übrigens extra gerade keinen Fernseher, weil ich nicht glaube, dass Mila jetzt einen Fernseher braucht. Ich werde ihnen wahrscheinlich trotzdem eh einen Computer geben, aber einen Fernseher braucht sie, glaube ich, jetzt mal nicht. Denk mal, sie wird zu beschäftigt damit sein, die Welt draußen zu erkunden. Im Vorraum werden wir dann auch alles voll mit Milas Bildern machen. Jetzt ist es noch ein bisschen leer, aber darum kümmern wir uns auf jeden Fall noch und dann gehen wir mal nach oben. Was haben wir denn oben für Zimmer? Hier haben wir das Schlafzimmer. Finde ich eh schon super schön, da würde ich auch einfach direkt die Wand anders anmalen. Wie wäre es mit Rosa? Passt zum Nachttischschrank. Die Paneele hier habe ich auch noch angemalt und irgendwie finde ich das Bild gar nicht so schlecht. Aber da ich einfach nur Milas Bilder hier drinnen haben will, werde ich es einfach mal entfernen und ich werde hier jetzt auch eine richtig bunte Wand hinklatschen. Vielleicht auch noch hier ums Eck. Ist ein bisschen krass, aber irgendwie liebe ich es auch. Dann bekommen wir auch noch bunte Bettwäsche. Gibt es den Schrank vielleicht in bunt? Oh ja, das ist total schön. Dann werden wir auch die 2 Sachen mal um. Und dann fehlt eigentlich nur noch ein Teppich. Toll. Wunderschön bunt. Hier dann noch eine große Pflanze ins Eck. Und das war's mit dem Schlafzimmer. Was machen wir denn aus dem Badezimmer? Ach, Leute, warum frage ich eigentlich? Wir werden die Fliesen einfach bunt anmalen. In Gelb. Ja. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut ich das finde. Den Boden dann rosa und den Rest würde ich tatsächlich so lassen. Ein bisschen wild, ja. Ein bisschen sehr wild, die Kombi. Und dann haben wir hier noch 2 Schlafzimmer. Das eine Zimmer wird Milas Malzimmer. Und das andere werden wir mal fürs Erste leer lassen. Oder wir lassen es einfach so und haben hier jetzt mal ein Gästezimmer. Aber da wird Mila jetzt wahrscheinlich nicht viel verändern. Aber ihr Malzimmer wird definitiv super bunt. Oder vielleicht lenkt das super bunt auch zu sehr ab. Das finde ich aber irgendwie auch nicht schlecht. Da haben wir wieder das Lila von Rapunzel. Ja, ich lasse es jetzt mal so. Dann bekommt sie natürlich auch eine Staffelei. Vielleicht auch so ein Tischchen, wo sie dann Sachen abmalen kann. Normalerweise steht auf sowas ja immer eine Obstschale. So richtig klassisch. Wow. Ganz, ganz toll. Aber irgendwie finde ich es gut. Ich werde dann hier auch noch einen Laptop platzieren. Hoffe, unsere Sims verbringen da nicht zu viel Zeit dran. Und würde aber sagen, ich glaube, das war's fürs Erste. Sollen wir das Haus von außen auch noch anmalen? Ganz ehrlich, Mila würde das definitiv machen. Haben wir hier irgendwas Schönes? Es wird halt wieder absolut wild. Vor allem die Farbkombi. Es erinnert mich tatsächlich jetzt gerade an Pippi Langstrumpf. Also auf eine positive Art und Weise natürlich. Also das, ich habe ein Haus, ein kunterbuntes Haus, passt hier
mir ziemlich gut. So ist das okay, oder? Es ist nicht zu viel, aber immerhin ein bisschen bunt. Das da draußen würde ich definitiv auch bunter machen. So, perfekt. Wie sieht es hier drüben noch aus? Können wir die Sessel auch bunter machen? Ja, natürlich. Dann machen wir das aber in zwei verschiedenen Farben natürlich. Und die Sessel hier drüben machen wir natürlich auch kunterbunt. Oh Gott, Leute, ich sehe viele von euch jetzt einfach schon richtig durchdrehen, weil es halt doch ein bisschen viel ist. Aber ich liebe es auch. Seht euch diesen Tisch an. Das hat Mila alles selber gemalt, also bitte seid nicht zu kritisch. Wobei, man kann natürlich immer kritisch sein. Kunst liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Ich sehe hier auch gerade, wenn ich das hier unten betrachte, dass ich hier definitiv Farbe vergessen habe. Gibt es eigentlich bunte Böden? Oh mein Gott, ja, Leute. Ich weiß, jetzt übertreibe ich es, aber ich lieb's. Ich lieb's, weil es so übertrieben ist. Im Endeffekt wohnt hier ja doch eine Disney-Prinzessin. Und deswegen mache ich das jetzt einfach. Aber das war's dann auch. Das kunterbunte neue Zuhause von Mila. Leute, das Dach könnte ich auch noch bunt machen. Nee, okay, ich übertreib's jetzt. Ich übertreib's jetzt wirklich maßlos. Wir lassen es jetzt so. Dann aktiviere ich jetzt das Gameplay und würde sagen, herzlich willkommen in eurem neuen Zuhause, Mila und Flynn. Oh, und Lennox natürlich auch. Natürlich auch. Oh, aber für den Lennox haben wir jetzt irgendwie gar nichts. Können wir die Stiegen vielleicht noch umfärben? Oh, Leute, das ist zu gut. Jemand muss mich aufhalten. Das wird jetzt immer schlimmer und schlimmer. Ah, was haben wir denn für Hunde? So ein Hindernisparcours. Toll, wundervoll. Das sieht echt ganz schön aus. Hier vielleicht einfach nur, dass Lennox nicht nichts kriegt. Davon kann ich nicht mal die Farbe verändern. Ich glaube, es hakt. Und wisst ihr, was ich eigentlich noch gern hätte? Eine Schaukel natürlich. Okay, aber jetzt lasse ich's. Und jetzt fehlt uns nur noch das Umstyling von Mila. Und wie sollte es anders sein? Nebenan wohnt natürlich der beste Freund vom Flynn. Ich wollte allgemein, dass der in Copperdale wohnt, aber Copperdale ist halt einfach auch nicht ganz so groß. Und ich fand das Grundstück hier nebenan so richtig cool. Und deswegen, hallo? Ist er offensichtlich wieder umgezogen? Hä? Nee, der wohnt halt schon definitiv hier mit seiner Frau. Die beiden sind schon junge Erwachsene und sind schon zusammen, seit sie Teenager sind. Und Flynn und er waren eben gemeinsam auf der Schule und haben immer so gemeinsam kriminelle Sachen gemacht. Und ich habe den jungen Mann jetzt einfach mal hergeholt, weil ganz ehrlich, wahrscheinlich hat er Mila und Flynn beim Einzug geholfen, hat ihnen beim Malen geholfen. Auch er und Mila sind mittlerweile schon richtig gute Freunde, also die verstehen sich richtig gut. Und wie süß ist Flynn bitte, dass er gerade am Schaukeln ist. Ich kann nicht mehr. Flynn ist natürlich auch super happy, dass sein bester Freund jetzt in seiner Nähe wohnt. Und übrigens heißt sein bester Freund Maximus. Für alle, die Rapunzel gesehen haben. Eigentlich hat Flynn ja ein Pferd, das Maximus heißt. Ja. Ich weiß. Das ist aber auch sozusagen sein bester Freund und ich habe mir gedacht, wir machen das Pferd einfach zu einem Sim. Und Maximus und seine Frau, die werde ich auch gleich herholen, die sind schon junge Erwachsene. Im Gegensatz zu Mila und Flynn, die sind noch Teenager, aber eigentlich würde ich auch sagen, dass die beiden schon junge Erwachsene sind. Aber es ist so viel passiert, es war so viel Drama, dass die beiden einfach ihre Geburtstage verpasst haben und wir werden die definitiv nachfeiern. Vielleicht geht sich das heute aus, wahrscheinlich machen wir das aber erst in der nächsten Folge. Ich werde jetzt nämlich mal die Frau von Maximus herholen. Und da haben wir sie jetzt, die liebe Mona, die offensichtlich hochschwanger ist. Oh, es ist so wunderschön. Und Mona hat sich natürlich auch auf Anhieb mit Mila verstanden. Maximus ist übrigens von CJJS 2011 und Mona ist von Raleigh Rebo 77. Bitte entschuldigt, falls ich euren Namen falsch ausspreche. Ich habe die beiden einfach umbenannt, weil wir schon mal eine China im Spiel hatten. Wer kann sich daran noch erinnern? Und Mona wird Mila jetzt vorschlagen, dass die beiden mal gemeinsam shoppen gehen. Mila war noch nie shoppen und fällt auch ziemlich auf mit ihrem Look. Also der ist nicht sehr zeitgemäß. Wir sind ja wieder zurück in der Jetztzeit. Und Mona liebt shoppen über alles und wird mit Mila jetzt mal in die Stadt reisen, während die beiden Jungs wahrscheinlich weiterhin Sachen auspacken und einfach Spaß miteinander haben. Und ich will ganz ehrlich auch mal Copperdale genauer anschauen. Das habe ich nämlich bis jetzt auch noch nicht geschafft. Wir gehen rüber zu dem Secondhand und Bubble Tea Laden. Und so sieht das Ganze jetzt von außen aus. Find die Nachbarschaft schon mega süß. Wie gesagt, es ist sehr städtisch, aber wir haben auch ganz viel Natur, was Mila und Pocahontas dann schlussendlich sicher sehr wichtig ist. Wir
werden jetzt aber mal in den Laden da reingehen. Oh wow, was ist hier oben los? Ich war früher im Ballett und das sah circa genauso aus, also beim Tanzen. Wahrscheinlich ist das ein Raum, wo man tanzen lernen kann. Mona soll dann bitte auch mal vorgehen und für beide was zu essen bestellen, während Mila hier ein bisschen durchstöbert. Wir können mit der Besitzerin drüber sprechen, welche Modestile momentan angesagt sind. Wir können unsere eigenen Fashion-Looks kreieren und wir können die Sachen auch dann im Internet posten. Das passt mir jetzt aber für Mila eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist die Besitzerin und Rapunzel wird gerade angerufen. Hey Rapunzel, wir haben ein kleines Treffen vor dem Abschlussball. Kommst du auch? Ich glaube eher nicht, nee. Wir reden mal mit der Dame über Fashion Looks und werden Mila dann ziemlich schnell umstylen. Natürlich wird Mona ihr da tatkräftig zur Seite stehen. Wir werden Mila jetzt nämlich ihre langen Haare abschneiden. Oh. Und das machen wir hier drüben in der Umkleide. Hier können wir nämlich Mila ganz einfach bearbeiten. Ich weiß echt nicht, ob ich dafür bereit bin. Ich weiß auch nicht, was diese Flügel hier sollen, aber ich meine ganz ehrlich, you do you. Und Mona sucht tatkräftig weiterhin Looks für Mila. Und wir werden jetzt in den Creator-Sim-Modus gehen und Milas Haare abschneiden, Leute. Ich pack's nicht. Und wir werden ihr auch einen zeitgemäßen Look geben. Okay, das ist Milas einer Look. Das ist der andere Look. Ah, den werden wir definitiv löschen, weil das Kleid hat sie von Daisy bekommen. Das will sie jetzt sicher nicht mehr haben. Wir haben natürlich den Look auch noch und den gleichen Look mit ihren Haaren zusammengebunden. Ich würde den Look vielleicht behalten, aber da werde ich dann ihre Haare verändern. Ich werde auch mal den ersten Look noch behalten. Aber wir werden ihr jetzt auf jeden Fall mal ein zeitgemäßes Outfit geben. Mila besitzt ja gar keine Kleidung. Also ich werde ihr auf jeden Fall viele Outfits geben, also mehrere Outfits. Was haben wir denn beim neuen Pack oder bei Landhausleben? Das passt mir nämlich auch sehr gut für Mila. Oder nachhaltig leben vielleicht? Mila ist nämlich eine absolute süße Maus. Der würde ich auf jeden Fall sowas geben. Oh, aber das ist auch total schön. In rosa natürlich. Das sind Milas Farben. Rosa und lila. Oh mein Gott, aber das steht ja auch so unglaublich gut. Mit den Schmetterlingen. Ich kann nicht mehr. Aber ja, wie gesagt, ich werde ihr einfach mehrere Looks geben. Wobei das und das schon sehr ähnlich ist. Ich glaube, ich gebe ihr jetzt mal das hier. Fürs Erste. Mit solchen Schuhen. Ich lieb's. Wir werden Mila auch ein bisschen Make-up geben. Aber nicht zu viel. Aber natürlich will sie das Ganze jetzt auch ausprobieren. Jetzt, wo sie endlich kann. Jetzt, wo sie endlich darf. Ich habe ihr jetzt echt nur Wimpern gegeben und ein bisschen Lippenstift. Aber ich finde, das reicht schon mehr als. Und jetzt werden wir Milas Haare abschneiden. Die Frage ist nur, wie kurz. Im Film ist es ja richtig, richtig kurz. Oh mein Gott, das sind Drizellas Haare. Die geben wir ihr ganz sicher nicht. Aber im Film hat sie ja wirklich richtig kurze Haare. Oh mein Gott, Leute, ich bin absolut verliebt. Sie ist so unglaublich schön. So kurz sind sie im Film. Der Schnitt ist jetzt nicht optimal, aber die Haare wurden da ja gewaltvoll abgeschnitten. Also sie waren nicht bei einem Friseur und hat sich das schneiden lassen. Also darum werden wir uns schon kümmern, dass es nicht zu ausgefranst aussieht. Okay, Leute. Seid ihr bereit für Milas neuen Look? 3, 2, 1, tada! Das ist unsere Mila mit kurzen, braunen Haaren. Ich finde es einfach so unfassbar schön. Die Haare sind auch ein bisschen ausgefranst, so wie sie es im Film auch hat. Und das ist einer der Looks, den ich ihr gegeben habe. Das ist ein zweiter. Und der dritte ist ein bisschen sportlicher. Also mit einer Hose, irgendwie so richtig cool, richtig lässig. Dann habe ich ihr natürlich auch noch eine Sportkleidung gegeben in rosa. Rosa und lila, wie gesagt, sind ihre Farben. Ihre Nachtwäsche ist die gleiche wie immer. Man muss es ja nicht direkt übertreiben. Ihre Badekleidung ist auch das gleiche wie immer. Und ihre Ausgekleidung zeige ich euch dann im nächsten Part. Dann werden wir nämlich die Geburtstage von Mila und Flynn feiern. Und ich bin schon super gespannt, wie Flynn auf die neue Mila reagieren wird. Und außerdem lernen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge unseren neuen Bösewicht oder unsere neue Bösewichtin kennen. Und ich bin schon so gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Aber wie das Ganze dann weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge.